Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Neo Nostalgie. Heute läuft alles mal ein bisschen anders ab. Ich werde das Spiel nicht nur vorstellen, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, den ich ein paar Fragen zum Spiel stellen werde und hoffe, so ist ein bisschen neuer Impuls, weil ich hatte einfach die Idee, mal ein Spiel auf eine andere Weise vorzustellen. Wer mein Gast ist, ging bestimmt aus dem Titel schon heraus. Es ist niemand Geringeres als Andi von Spielewelten. Hallo Andi! Hi zusammen, ja, ich bin der Andi von den Spielwelten und freue mich riesig, heute dabei zu sein beim Retro-Bandit und ja, ich bin gespannt, was er mich denn jetzt heute fragen wird. Ja, erstmal natürlich vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne doch, immer wieder gerne. Ja, vergesst auf jeden Fall, falls ihr Andi noch nicht kennt, mal vorbeizuschauen, denn natürlich einer der coolsten Kanäle überhaupt. Das ist auf jeden Fall immer noch. Oh, jetzt bin ich aber geschmeichelt. Nee, es ist nur die Wahrheit, es ist kein Geschleime, nur die Wahrheit. Danke sehr. Bist du bereit, ein cooles Spiel vorzustellen? Ja, na klar. Immer wunderbar. Wieder gern. Wunderbar. Also heute geht es um The Mummy Demastered, aber ich werde jetzt im Laufe des Videos nur noch Mummy sagen, denn der Titel ist schon so lang, dass es sonst zu viel Zeit frisst. Das ist ein Metroidvania-Spiel von WayForward, die man ja seit dem Game Boy Color kennt, aber erst richtig mit DuckTales Remastered wurden sie bekannt und seitdem sind sie aus dem 2D-Sektor nicht mehr wegzudenken. Allen voran natürlich die Shantae-Spiele, die ja mittlerweile jeder kennt. Und da wäre schon meine erste Frage, wie stehst du zu Metroidvania-Spielen? Spielst du die oft und gerne oder bist du wie ich und sagst, ein Spiel im Jahr in der Richtung reicht dir? Eigentlich spiele ich diese Art Spiel sehr, sehr gerne. Das Lustige ist aber, dass ich, wenn wir jetzt mal auf diese 2D-Metroids gehen, eigentlich nur ein 2D-Metroid durchgespielt habe. Das ist nämlich Metroid Zero Mission. Und alle anderen 2D-Metroids gingen irgendwie so an mir vorbei. Ich bin dann eher so der Castlevania-Typ. Mhm. Und sobald ich aber sehe, dass ein Spiel als Metroidvania angekündigt wird, bin ich ziemlich heiß drauf, weil ich einfach diese Art der Spiele mag, dass man diesen Entdeckerdrang fördert und immer nur dann weiterkommt, wenn man ein bestimmtes Item oder eine bestimmte Fähigkeit sucht und findet. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Mir geht es nämlich ähnlich. Ich mag einfach dieses Rumsuchen und jetzt kann ich, jetzt habe ich da ein Item, jetzt kann ich da wieder was probieren. Ist auf jeden Fall ein schönes Prinzip. Ich muss sogar sagen, ich habe letztens God of War gespielt, dass mich das sogar ein bisschen an Metroid erinnert hat. Man hat neue Fähigkeiten, kann es dann da und da probieren. Irgendwie hatte das was in die Richtung. Meinst du das neue God of War oder die alten Teile? Das neue für die PS4. Das neue, ah, okay. Mhm. Genau. Das Spiel hängt ja mit dem Film Mummy zusammen, der, glaube ich, letztes Jahr im Kino lief. Hast du dir den angeschaut? Also hast du da einen Bezug dazu? Ja, ich habe den Film gesehen. Und hat sich dadurch bei dir jetzt die Story vom Spiel arg verändert? Also fandest du die dann von Anfang an packend, mehr aus diesem Universum aufzusaugen oder eher so lala und nebensächlich? Das ist eigentlich komplett nebensächlich. Also für all die, die dann dieses Spiel jetzt spielen wollen und den Film noch gar nicht gesehen haben, braucht ihr auch nicht gucken, könnt ihr euch sparen. Der Film ist A, nicht gut und B, hat er absolut keinen Bezug zum Spiel. Von daher könnt ihr ganz ruhig zugreifen. Ja, ich habe den Film nicht gesehen und viele meiner Zuschauer wissen ja, dass ich ein Cutscene-Skipper bin, was ja ein ziemliches verrufenes Ding ist. Und hier war es nicht anders. Also ich habe den Button auf Teufel komm raus gedrückt, weil ich einfach nur spielen wollte. Okay. Genau, kommen wir mal zur Optik und Akustik. Ich finde, WayForward macht da eigentlich immer alles richtig. Es ist atmosphärisch, die Musik klingt spaßig und ich hatte sogar einen ziemlich coolen Moment. Ziemlich am Anfang kommt man an die Oberfläche und da ist im Hintergrund so ein Wald und ich fand das optisch richtig beeindruckend. Also das habe ich irgendwie selten in 2D-Spielen, aber da hatte ich es. Wie fandest du die grafische Aufmachung und hattest du auch so einen Moment, bei dem du dir dachtest, okay, das sieht jetzt ziemlich hübsch aus? Ich fand, ich finde das Spiel sowohl optisch als auch akustisch richtig, richtig gut. Ich finde vor allem der Soundtrack im Zusammenspiel halt mit dieser schönen Pixel-Art-Grafik, kann man ja sagen, weil das Spiel sich ja sehr, sehr stark an die 16-Bit-Spiele anlehnt. Beides im Zusammenhang haben für mich persönlich eine unglaublich dichte Atmosphäre erzeugt, sogar noch dichter, als ich es eigentlich erwartet hatte. Und obwohl es ja eigentlich fast immer im Untergrund spielt, ihr seid ja in Tunnelsystemen unterwegs, in Bergen quasi, gibt es doch relativ viel Abwechslung und
das Spiel schafft es einfach durch diesen ganz eigenen Grafikstil und durch diese Abwechslung in den einzelnen Bereichen, sich relativ gut und eigenständig auch abzusetzen von anderen bekannteren Metroidvania-Marken, sodass es nicht unbedingt wie ein, ich sag mal, uninspirierter Klon wirkt. Da hat WayForward schon eigentlich die Arbeit ganz, ganz gut gemacht, obwohl man ja meinen könnte, ja, Lizenzspiele ist mal dahingeklatscht. Ja, ich hatte ja auch ein ähnliches Gefühl. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so düster ist und hatte da wirklich meinen Spaß, mich da durch diese Welt zu arbeiten. Okay. Ja, kann ich so bestätigen. Okay, kommen wir mal zum Kern des Spiels. Wie war für dich der Einstieg vom Gameplay? Streng genommen habe ich mich sofort wohlgefühlt. Das war ganz überraschend, weil ich habe mir das Spiel gekauft, weil ich A, ein paar Euro übrig hatte auf meinem eShop-Guthabenkonto und B, weil WayForward natürlich für eine gewisse Qualität steht in den 2D-Spielen, aber auch C, weil ich mich überraschen lassen wollte, denn ich habe mal ganz kurz einen Trailer dazu gesehen, aber dann im Endeffekt nichts weiter im Endeffekt. Und dann habe ich den Film gesehen und dann habe ich irgendwie das Spiel gar nicht mehr gedacht, bis es irgendwann im eShop erschienen ist. Dann habe ich es mir heruntergeladen und war überrascht einfach, wie schnell ich drin war in diesem Gameplay, weil das ein total, ich will nicht sagen 0815, aber ein total bekanntes Metroidvania-Spielprinzip ist. Also wenn ihr jemals Metroid gespielt habt oder vielleicht ein Castlevania, dann werdet ihr euch in dem Spiel sofort wohlfühlen, was ich eigentlich sehr, sehr positiv finde, weil man dann direkt ja in die Welt gesogen wird, weil man keine Lernkurve mehr bei der Steuerung hat. Ja, also es ist auf den Punkt gebracht. Super. Hattest du dann im Laufe des Spiels irgendwie Probleme mit dem Gameplay, dass es sich vielleicht abgenutzt hat, unfair war oder vielleicht irgendeine Mechanik nicht funktioniert hat? Absolut nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich noch nicht ganz durchgespielt, weil mir momentan die Zeit dazu fehlt, es zu beenden. Ich fand es stellenweise recht knackig. Das lag einmal daran, dass das Enemy Placement, also die Platzierung der Feinde, war jetzt, ich will nicht sagen unfair, aber die waren stellenweise so platziert, dass man entweder punktgenau schießen musste oder punktgenau springen musste. Das ist natürlich bei anderen Metroidvania-Spielen auch so, aber ich bin schon relativ oft gestorben an Stellen, wo ich erst nach mehrmaligem Versuchen als Sieger hervorging, ebenso bei den Bosskämpfen. Aber grundsätzlich ist halt diese Metroidvania-Formel auch da relativ gut umgesetzt. Wie wir eingangs gesagt haben, du spielst, kommst an einem Punkt nicht weiter, musst die Umgebung untersuchen, findest ein Item, kommst damit weiter. Das Einzige, was, also zumindest bisher, was ich so gesehen habe, was mir so ein bisschen negativ auffällt oder aufgefallen ist im Vergleich zu anderen Metroidvania-Spielen, es sind zwei Punkte. Zum einen, korrigiere mich, wenn es im Endeffekt vielleicht später im Spielverlauf anders ist, aber man findet ja eigentlich nur Waffen oder so, ja, quasi Wurfgranaten zum Beispiel oder andere Feuerwaffen im Endeffekt. Also jetzt nicht unbedingt spezielle Ausrüstung oder so. Und zum anderen kann man eigentlich positiv auslegen. Ich fand es ein bisschen negativ, dass das Spiel von der Spielwelt, von den Secrets relativ linear war. Also es gab nicht viele Bereiche im Spiel, wo jetzt ein versteckter Gang war oder irgendwie eine versteckte Tür, die man freibomben musste. Da hatte ich bei Metroid und bei diversen Castlevania Games einfach mehr Anreize, die Umgebung nochmal genauer zu untersuchen. Das sind so die einzigen beiden Punkte, die mir bisher zumindest noch so ein kleines bisschen negativ aufgestoßen sind. Ja, also ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, ich kann sagen, dass sich das nur eher in den Waffen äußert, dass sich da das Spiel ändert. Ja. Okay, dann habe ich das ja richtig im Gefühl gehabt. Ja, weil dann hast du eigentlich auch schon die nächste Frage beantwortet, weil ich fragen wollte, ob es irgendwelche Gameplay-Features gibt, die für dich das Spiel irgendwie besonders herausheben oder ob du das Gefühl hattest, dass du alles schon mal gesehen hattest, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ich hatte auch das Gefühl, das habe ich schon mal gameplay-technisch alles gesehen und halt sogar ein bisschen besser, dass man halt nur bestimmte Fähigkeiten hat oder Ausrüstung. Ja, also es ist tatsächlich jetzt kein Überhit. Es ist jetzt nicht das nächste Metroid oder das nächste Castlevania oder so. Es ist im Endeffekt ein wirklich, wirklich guter
Ableger des Metroidvania-Genres quasi, ohne dieses Genre neu zu definieren. Ich denke, Mummy Demastered ist für alle etwas, die das Genre mögen, die vielleicht alle Castlevanias durchgespielt haben, die alle Metroids durchgespielt haben, die vielleicht auch schon Axiom Verge durchgespielt haben und die Hunger nach mehr haben. All die können bedenkenlos zugreifen, nur erhofft euch da keine Evolution und auch keine Revolution. Das ist halt viel vom selben, also jetzt bezogen auf Genre, aber all das halt sehr, sehr gut gemacht in bekannter Way-Forward-Qualität. Ja, also das kann ich so unterschreiben. Also auf jeden Fall. Das ist ein solides Ding, aber man darf jetzt nicht das neue große Ding erwarten. Genau. Also ich finde auch, Metroidvania-Spiele stehen und fallen größtenteils mit dem Level-Design. Wie fandest du das? Also hattest du zu jeder Zeit Lust, alles zu erkunden? Denn ich finde, da ist immer wichtig, ist vielleicht das Backtracking zu viel, bleibt die Motivation bestehen, sind die Items gut platziert? Also hattest du zu jeder Zeit Lust, alles zu erkunden, oder hattest du irgendwann doch die Ernüchterung und dachtest, ja, okay, jetzt könnte sich vielleicht doch die Wege ein bisschen kürzen und was Neues kommen? Also ich persönlich finde Backtracking in Spielen nicht ganz so schlimm. Es darf natürlich nicht ausarten. So ganz extreme Beispiele, wo es mir ein bisschen negativ im Gedächtnis geblieben ist, beispielsweise war bei einem Metroid Prime 2 oder Metroid Prime Echoes, wie es ja hieß. Allerdings. Weil du da halt diese nervige Thematik hattest mit Licht und Schatten und du durftest dich nur eine begrenzte Zeit in dieser Dunkelheit aufhalten. Das hat ein bisschen genervt. Bei Mummy Demastered fand ich es jetzt gar nicht mal so wild, weil sich das Backtracking vom Laufweg, alleine von der Länge des Laufwegs, des Backtrackings, relativ in Grenzen gehalten hat und halt immer konstant irgendwas Neues bot. Also ich habe da jetzt, zumindest an das, was ich mich so erinnere, jetzt keine ganz so schlechten Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, ich bin da eigentlich relativ schmerzfrei. Ja. Also ich muss auch sagen, was für mich so ein Negativbeispiel auch ist Donkey Kong 64, wenn man mit 20 Affen alles ablaufen darf. Also ja, genau. Man kann es auch übertreiben, aber wie du sagst, hier hält es sich echt noch in Grenzen und man kommt gut durch. Also auf jeden Fall genau richtig so für zwischendurch, vor allem auf der Switch. So ist es, genau. Und das war ja, zum Launch war es, glaube ich, sogar reduziert. Also ich erinnere mich, dass ich das Ganze, glaube ich, für 11 Euro oder so gekauft habe. Und diese 11 Euro waren wirklich, wirklich gut investiert. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was es momentan kostet zum Launch. Also was heißt zum Launch, wenn du es halt heute kaufst im E-Shop. Aber es dürften ja nicht mehr als 15 oder 19,99 Euro sein. Und dafür, denke ich mal, ist das alles wirklich, wirklich gut gemacht und alles eigentlich zu einem sehr, sehr fairen Preis. Ja, also ich habe es auch im Sale gekauft und ich hätte jetzt auch getippt, dass es zwischen 15 und 20 Euro kostet, wie eigentlich alle Way-Forward-Spiele. Genau. Kommen wir noch zu den Bosskämpfen. Ich finde, die sind genau wie in Metroid schön bildschirmfüllend, herausfordernd. Und genau das mag ich eben an Metroidvania-Spielen, weil da sind die Bosskämpfe immer so kleine Highlights. Ich will jetzt nichts spoilern und vorwegnehmen, aber wie fandest du das und hattest du bisher so einen Favorit? Also ich kann das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Es sind halt in der Herangehensweise sehr, sehr klassische Bosskämpfe. Anfangs stirbst du wahrscheinlich, weil du erstmal die Bewegungen, die Angriffsmuster des Gegners natürlich realisieren musst. Ich bin bei dir, die sind halt alle bildschirmfüllend und alle sehr, sehr effektreich und das kommt halt super geil rüber in dieser Pixelgrafik. Ich hatte jetzt keinen Bosskampf, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Das mag aber daran geschuldet sein, dass ich halt mit meinen 32 Jahren so unglaublich viele Bosskämpfe gesehen habe. Und da muss schon was wirklich Brachiales kommen, damit es mir im Gedächtnis bleibt. Aber es war auch kein Bosskampf bei dem ich vielleicht geflucht habe oder den ich zu nervig fand. Also auch da war die Balance gut. Also nichts Überragendes, wo ich einen Wow-Moment hatte, aber auch keinerlei nervige Stellen bei. Und das, denke ich mal, spricht für so ein kleines Entwicklerstudio und für so ein kleines Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es da ähnlich. Ich fand jeden Boss eigentlich für sich ganz cool. War jetzt keiner, wo ich so sagen würde, an den denke ich noch in 10 Jahren. Aber waren alle schön präsentiert und haben Spaß gemacht. Genau so ist es, ja. Genau. Dann kommen wir sogar schon, so schnell ging es, zur abschließenden Frage. Würdest du der Mami nur Veteranen im Metroidvania-Universum empfehlen oder würdest du auch sagen, Neulinge haben daran Spaß und können vielleicht sogar Gefallen an diesem Genre finden?
Oh, schwere Frage. Ich glaube, also es ist nicht das härteste, nicht das schwerste Metroidvania-Spiel. Und das kommt natürlich allen Neulingen zugute. Es ist designmäßig halt sehr, sehr gut gemacht. Ihr müsst halt auf diese etwas düstere Grafik stehen, auch wenn sie in Pixel-Art ist. Aber es ist halt nicht dieses bunte 2D-Castlevania, was ich jetzt mal als Beispiel nehme. Das ist ja dann doch, obwohl es ja auch mehr in die Gothic-Reihe geht, aber schon sehr, sehr bunt im Vergleich zu einem Mummy Demastered, wie ich finde. Wenn ihr aber noch nie ein Metroidvania gespielt habt und ihr habt ein paar Euro über oder noch besser, ihr seht das Ganze irgendwann mal im Sale, dann schlagt ruhig zu. Also bis auf die zwei ganz, ganz kleinen Kritikpunkte von vorhin, die ich genannt habe, habe ich eigentlich nichts an dem Spiel zu bemängeln. Und ich habe wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Metroidvania-Spiele gespielt und das gehört, obwohl es eigentlich nur solide ist, eigentlich schon zu der oberen Hälfte. Ja, ich muss für mich sogar sagen, okay, das wird jetzt vielleicht vielen sauer aufstoßen. Ich fand es sogar besser als Samus Returns, also das 3DS Remake. Okay, gut. Ja, ich habe Samus Returns auch gespielt, aber irgendwann war die Luft raus. Ich kann mir aber nicht erklären, woran es lag bei mir. Also eigentlich macht das Spiel ja alles richtig. Ich habe es bei mir abgetan, dass ich mit der Steuerung nicht so ganz klar kam auf dem Handheld. Auch mit diesem Slidepad, was ja den Analogstick ersetzt beim 3DS. Mein Empfinden. Ich habe dann lieber, vor allem bei so 2D-Spielen, ja eigentlich das Steuerkreuz lieber. Und ob ich jetzt Mummy besser fand als Samus Returns, weiß ich nicht, aber ich kann es verstehen, wenn du sagst, es hat dir besser gefallen, ja. Ja, da, bei Samus Returns habe ich auch nach 3, 4 Stunden die Lust verloren, da ist einfach der Funke nicht übergesprungen. Genauso bei mir auch, ja. Also ich weiß leider nicht, woran es lag. Vielleicht probiere ich das Spiel nochmal, aber jetzt so dauert wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich spiele ich eher Metroid Prime 4 als jetzt nochmal Samus Returns. Ja, wenn es denn so schnell kommt, mal Ja, gucken. Vielleicht nächstes Jahr, denke ich. Oder wir kriegen eine Metroid Prime HD Collection. Ja, mit dem rechne ich sogar. Ich auch. Eig eigentlich ja. Es macht auch nur Sinn, wenn Metroid Prime 4 ja storytechnisch aufbaut. Ja. Ja, also ich würde mich sogar freuen, ich hätte mal wieder Lust, ist lange her, dass ich die gespielt hätte. Hab. Ich muss es auch ehrlich gestehen hier jetzt live und in Farbe, dass ich Metroid Prime 3 noch gar nicht gespielt habe. Ist ganz cool. Also ist Ja. natürlich nicht mehr das Meisterwerk wie der 1er, aber es unterhält und macht Spaß. Ja, Teil 1 habe ich auf 100% beendet damals mit einem Wow. Kumpel zusammen und habe es dann auch irgendwann im Rahmen der Metroid Prime Collection auf der Wii nochmal gespielt. Fand ich megamäßig. Problem bei mir war, dass ich Echoes nie beendet habe, weil einfach durch diese Thematik, die ich vorhin erwähnt habe, einfach die Luft bei mir raus war. Ich hasse es, zwischen Welten zu springen und Ja. das hat mich einfach nicht so ganz überzeugt und ich habe es halt nie durchgespielt, somit auch die Story nie abgeschlossen. Und da es ja aufbauend ist, habe ich mir irgendwann gesagt, komm, dann quälst du dich irgendwann nochmal durch Metroid Prime Echoes und fängst dann Teil 3 an. Also bis dahin ist es noch nicht dazu gekommen. Aber kann ich verstehen, ich muss, also für mich war Metroid Prime 2 der schwächste Teil einfach aufgrund dieser dunklen Welt und das hat mich dann irgendwann verloren, leider. Bei mir auch. Also wenn Metroid Prime 4 mit einem festen Datum angekündigt wird, ich sag mal, wenn Nintendo sagt, Metroid Prime 4 erscheint im Sommer 2019 als Beispiel, dann würde ich mich hinsetzen, wenn wir jetzt keine HD-Trilogie bekommen auf der Switch, würde ich mich hinsetzen und wahrscheinlich bis Sommer dann alle Spiele durchballern, auch dann von mir aus Metroid Prime Echoes, um dann vorbereitet zu sein auf Metroid Prime 4. Das würde ich dann wahrscheinlich schon machen. Aber solange das noch nicht passiert ist, lasse ich es mal schweifen in der Hoffnung, dass wir noch eine HD-Kollektion bekommen. Also ich denke, es ist ein guter Abschluss zu sagen von dem Video, dass wir uns alle eine Metroid Prime Collection nochmal wünschen. Und ja. Aber ich hätte auch nichts dagegen einzuwenden, eine vielleicht von Limited Run Games herausgebrachte Retail-Fassung von Mummy Demastered. Würde ich mir sogar nochmal neu kaufen für diese Sammlung, ganz ehrlich. Wow, da hätte ich sogar Lust, obwohl ich so an und für sich gar nicht mehr so viel kaufe, aber das würde ich mir, also würde ich auch unterstützen, weil es einfach ein schönes Spiel ist Weil und es was. verdient. So ist es. Ja. Und mit Shantae Half Genie Hero hat es ja jetzt geklappt. Da gab es ja halt diese Collector's Edition. Mal gucken, man darf ja noch mal träumen. Ja, eben, eben. Naja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch das Spiel ein bisschen schmackhaft machen. Im Sale ist es auf jeden Fall mal für jeden einen Blick wert. Und ich danke dir vielmals, Andy, für deine Zeit.
Ich danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Gerne. Ja, ich hoffe, weil mir jetzt auch mal Spaß gemacht, auch auf so eine Art ein Spiel vorzustellen, auf so ein paar Fragen, einen kleinen Dialog führen. Also hat echt Spaß gemacht. Genau, und wir können ja mal ein bisschen spoilern. Wer mich auf YouTube abonniert hat und meinem Kanal folgt, der darf sich freuen, dass der Retro-Bandit irgendwann in naher Zukunft, ich will nicht zu viel verraten, auch nochmal bei mir zu sehen sein wird. So. Ja, und darauf freue ich mich auch. Genau. Ja, und deswegen in diesem Sinne, danke, vielen Dank euch allen fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut auf jeden Fall beim Andi vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Adios.